So, meine Lieben, heute kommt ein Ergebnis aus Serbien und zwar handelt es sich jetzt hierbei um einen Albaner, der aus dem Sandžak Novi Pazar kommt. Von seiner Familienüberlieferung denkt er, dass sie Albaner sind. Und jetzt starten wir mal, was uns erstmal MyHeritage berichten wird über unseren Mitmenschen aus Novi Pazar. Als erstes, also ein sehr großer Balkanbewohneranteil, was man eigentlich bei Albanern nicht so vermutet. Dann 37,8 Griechisch und Süditalienisch, das passt wieder mehr. Und ein bisschen keltische Gene. Was wir jetzt hier sehen, ist eigentlich sehr interessant, weil bei den übrigen Albanern, die ich immer hatte, war ja immer der griechische Part der größte Part und der Balkanbewohner war teilweise vorhanden, aber nicht immer. Interessant, auch hier kommt eine genetische Gruppe raus, und zwar Albaner in Albanien, Serbien und in der Türkei. Das ist die genetische Gruppe. Was jetzt hier noch toll ist, wir sehen, hier ist die mittlere Einstellung. Bei der hohen ist das die gleiche Auswertung, aber bei der genetischen Gruppe, wenn man das, sag mal, auf gering setzt, kommt sogar die Türkei vor. Das ist interessant, bedeutet für mich auch, dass eben viel Genetik, die hier auch im Balkan vorhanden ist, auch in der Türkei vorhanden ist, wenn man natürlich auf die geringe Auswertung geht. Aber man sieht hier Montenegro, Serbien und die Türkei, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Kroatien, Bosnien. Aber man sieht hier auch halt eben diesen slawischen Einschlag, wobei man sieht hier zig genetische Gruppen, ist Wahnsinn. So, schauen wir mal, ob GetMatch die gleiche Auswertung auch präsentieren wird, ob dann auch Albaner als erster kommen wird. Als erstes gehe ich mal auf die Dodecart K12b Auswertung ein. Hier fällt mir auf, dass nur ein North-West African Wert mit 2,7, ein bisschen ja für den Balkan nicht so ganz typisch ist. Aber was interessant ist, es sind keine Ostasien-Gene vorhanden. Der nordeuropäische Anteil mit 33,45 ist sehr stark ausgeprägt. Danach kommt aber auch schon der Kaukasusanteil mit 28,38. Übrigens, ja, dieser Anteil ist auch bei Slawen, bei Westeuropäer, bei Germanen, egal welche ethnischen Gruppen ihr kennt, der Kaukasusanteil ist immer präsent, weil die Menschen sich sehr, sehr lange auch im Kaukasus aufgehalten haben, bevor sie weitergezogen sind nach Europa. Dann Atlantic Mediterranean mit 25,86 ist auch hoch. Dieser Southwest Asian mit 5,72, das ist ja diese arabische Halbinsel, die liegt bei Griechen und bei Türken bei 10%. Hier bei 5,72 ist reduziert und Gedrosia mit 3,37 ist der persische Wert, der ist auch nochmal stark reduziert. Der liegt ja bei Griechen ungefähr auch bei 10% und bei den Türken so zwischen 10 bis 15%. South Asian mit 0,51. Jetzt, wenn man hier die Mixtur betrachtet, dann würde ich sagen, ist dieser Albaner eher den Slawen ähnlicher, obwohl er jetzt bei MyHeritage als Albaner identifiziert worden ist als genetische Gruppe, aber von der genetischen Struktur würde ich ihn eher als Slave einordnen, weil der Bulgare, der Rumäne, Bulgare und dann kommt der Italiener, aber der Italiener mit 13,38, die Distanz ist schon viel zu weit weg. Und das sind alles drei, jetzt die modernen Bulgaren, die modernen Rumänien sind Slawen. Und unten sieht man es eigentlich noch deutlicher. Hier sieht man eindeutig, dass die Tendenz zum Bulgaren stark zieht und zusätzlich eben ein bisschen das Südeuropäische, was natürlich einmal diesen griechischen Anteil spiegeln kann, aber auch teilweise eben auch dieser keltische Anteil, der ganz kleine mit dem Ire und Schotte, Waliser, was auch hier beinhaltet werden kann. Interessant, schaut mal, was Wahudo uns erzählt. Bei Wahudo ist es nämlich noch extremer.
Hier kommt als erstes der Bulgare Zentrale und dann der Pomak. Und hier ist dann eindeutig der Beweis auch, dass die Pomaken eigentlich ein slawisches indogenes Volk sind. Und auch Rumänien, Makedonien, Northeast Skopje, Bulgarien West und dann Pomak Greece sind alles für mich eher slawische Einschläge. Jetzt habe ich noch die Eurogames K13 Auswertung genommen. Da sind ja ein bisschen mehr Regionen vertreten. Hier ist es nun interessant, wir haben natürlich wieder diese starke Ausprägung Nordatlantik, also Nordeuropa, auch East Mediterran mit 22,9. Hier der baltische Anteil mit 21,38 ist sehr groß, also finde ich echt hoch. Ist aber wahrscheinlich auch normal, da der Bereich auch von vielen Slawen wahrscheinlich auch besiedelt worden ist, dieser baltische Anteil. Umgekehrt, der westmediterrane Anteil und der West-Asian Anteil ist jetzt hier auch noch gespiegelt mit 9,55, das ist so dieser anatolische Bereich. Das ist das westliche Mittelmeer. Red Sea 1,9, das ist so die arabische Halbinsel unten drunter. Und jetzt ist es interessant, in Dodekat gab es ja keine Ostasien-Gene. Hier interessant, der amerikanische Indianer, der ja aus Zentralasien stammt, ist 1,1 vertreten, ist ein relativ hoher Wert. Dann kommt diesmal auch ein ganz kleiner Subsaharan-Anteil mit 0,29 und nochmal ganz zwei kleine Anteile, Sibirien mit 0,17 und East Asian mit 0,08. Hier hätte ich jetzt hochgerechnet 1,35 ungefähr Ostasien-Gene, ist natürlich sehr gering. Was kommt jetzt hier raus? Hier sagt er wiederum als erstes Rumäne, Bulgare, Serbe und dann kommt zum ersten Mal dieser Greek Thessali mit 9,14 und danach ist die Distanz über 10, wo wir dann auch sagen, dann ist die Distanz zu weit weg. Wir werden auch noch die Wahudu-Werte anschauen, keine Sorge. Auch hier in Eurogen sehe ich einerseits den slawischen Anteil und einerseits eben auch südeuropäischen Anteil. Interessant ist zum Beispiel diese Mixtur, der Askenas und das East German. Wieso steht hier East German? Das habe ich euch auch mal berichtet, dass Ostdeutschland ungefähr 900 nach Christus von den Slawen besiedelt worden ist und dass bei Ostdeutschen der slawische Anteil in der Genetik immer sehr hoch ist. Auch das deutet auf die slawische Herkunft hin. Und der Askenas ist eigentlich eine genetische Mixtur, was im Mittelmeerraum auch sehr präsent ist. Man nennt ihn zwar Askenas und es ist ja auch jüdisch, aber dieser Bereich kann man mittlerweile sagen, ist eigentlich so Mittelmeerraum. So, und man sieht auch zum Beispiel, er könnte auch 75% Serbe sein und dafür ein italienischer Jude. Also es ist recht interessant, aber was Wahudu uns jetzt hier noch erzählen wird, das ist natürlich auch wichtig, weil die gehen ja noch tiefer und genauer ins Detail. Und hier sehe ich zum ersten Mal den Aromänien, das ist ja auch eine spezielle oder eine sehr besondere volksethnische Gruppe. Die ist an zweiter Stelle und dann der Nordmakedonier, der Bosnak Sanjak. Das hört sich, das ist Wahnsinn auch nicht, also da finde ich das schon echt die Definition sehr, sehr genau. Aber man sieht auch, wie ähnlich die sind. Also von der Distanz her, alles ganz nah beieinander. Also der Nordmakedonier ist noch der ähnlichste. Dann kommt der Aromian, der Bosniak, der Rumäne Süd, Bulgarien Zentral. Also hier sehe ich eindeutig mehr slawische Wurzeln. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, supportet mich ein bisschen. Es ist wirklich immer viel Arbeit, so ein Video zu erstellen. Ich freue mich auch auf eure Meinungen. Lasst mich an eurem Wissen teilhaben und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao.